Gerard Deulofeu, das nächste Talent aus der Liga BBVA, soll unsere rechte Mittelfeldseite verstärken. Und zwar auf der Seite, wo momentan Maximilian Beister sein Unwesen treibt. Aber leider, um ehrlich zu sein, treibt er nicht sein Unwesen. Genau das ist es, was mich so traurig macht und weswegen ich dort nach einer guten Verstärkung suche. Denn Deulofeu ist ein super Talent von Barcelona. Und wenn er im linken Flügel spielen kann, kann er auch im rechten Mittelfeld spielen. Das ist, denke ich mal, klar. Das sollte nicht das Problem sein. Und so haben wir eine sehr gute Alternative eben zu Maximilian Beister. Und ein super Talent, welches sich super entwickeln wird. Welches ja mit Rodriguez, der aus der Jugend von Real Madrid kommt, und eben Deulofeu von Barcelona. Beides Top-Spieler, die komplett am Rad drehen und sich keine Ahnung, wie gut hoffen, sich entwickeln. Hier bekommen wir die Zusage. Das ist doch schon mal sehr, sehr schön für 3,3 Millionen. Also das ist in Ordnung. Da werden sich später ganz, ganz andere Sachen noch mit ihm abspielen. Als Rolle im Kader wähle ich erstmal, ja gut, künftiger Stammspieler ist, finde ich, ein bisschen mau ausgedrückt. Ich denke mal, ich gehe nochmal hier dieses sporadischer Spieler oder Rotationsspieler fand ich ganz gut. Rotationsspieler, ich glaube, das werde ich lassen. Wichtiger Stammspieler wäre gelogen. Rotationsspieler ist definitiv in Ordnung. Eine Torprämie können wir ruhig auf 10% machen. Warum nicht? Als gutes Taschengeld kann man das doch mal stehen lassen. Irgendwie muss man ihn ja anlocken. Und das angebotene Gehalt erhöhen wir auch mal auf 14.000. Denn wir wollen ihn ja anlocken. Und wenn das alles so klappt, wie ich es gerne hätte, dann sollte das alles gar kein Problem sein. Nun haben wir auch noch ein Angebot für Dropney erhalten. Und zwar, ja, von Leverkusen. Oh Gott, war gerade in der eigenen Welt. Tut mir leid, ich war gerade in den Zahlen vertieft. Ich denke mal, ich erhöhe es auf 899.000. Das wird zu viel sein. Das wird zu viel sein. Der Typ ist 33, den will kein Mensch mehr haben. Nicht mal mehr einen Schuhkarton. Also, oh, aber Deulofeu. Sehr schön. Da ist es doch. Deulofeu. Oder wie wird der? Heißt der so? Ich glaube, ja. Deulofeu, ich nenne ihn einfach so. Ich denke mal, es ist in Ordnung, wenn jemand dort wieder Verbesserungsbedarf hat, es haut rein. Mir soll es auch egal sein. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine Neuverpflichtung. Und wenn ich das richtig gesehen habe, an der Nachricht wird Dropney nicht übernommen. Hier haben wir jetzt das auch nochmal schriftlich stehen. Wir werden die Spieler bei unserer Suche nicht weiter in Betracht ziehen. Alles klar, gut, kann ich mitleben. Dann muss ich ihn doch weiterhin im Schuhkarton unterbringen. Und jetzt sind noch 7 Stunden verbleibend. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, was man vielleicht noch in der Verteidigung besser ausmerzen könnte oder sich da anlegen könnte. Und, ein Angebot für Sala. Und zwar eine Laie. Ich glaube, ja, ist, nee, oder? Transferart Kauf. Nee, das lehne ich ab. Der ist mir zu gut, der ist mir zu jung mit 21. Ich denke mal, ich werde gleich manche Spieler die Möglichkeit bieten, dass ich sie verleihen werde, damit sie sich andersweitig woanders weiterentwickeln können und wir dann im Nachhinein davon profitieren. Aber so im Moment werde ich das Angebot erstmal ablehnen. Ich denke, das ist auch definitiv verständlich, da das Talent weiter ausgeschöpft werden muss. So, was mache ich da denn gerade schon wieder? Komm, ruhig bleiben. Spieler verkaufen. Ja, A drücken. Dankeschön. Lamm, ja, das ist in Ordnung. Komm hier. Auf Leihliste setzen für eine Saison. Jupp, hau rein. Kriegen wir hin. Dann machen wir dasselbe nochmal. Ah, nee, Neuhaus. Der Typ ist ja, kannst ja komplett knicken mit seinem Alter. Rudnevs würde ich auch gerne ausleihen. Weil der bei uns momentan der hat einfach keinen Platz bei uns. Und das kann man definitiv woanders weiter ausschöpfen, das Potenzial. Kaschar werde ich auch wahrscheinlich nochmal raufsetzen. Muss ich nur sehen, dass sich bei mir niemand verletzt. Sonst geht das alles ganz schnell in die Hose. Wobei halt jetzt nur noch im Laufe der nächsten 6 Stunden verpflichtet werden kann. Das darf man auch nicht vergessen. Und nun gebe ich mal in die Nachnamensuche Ogbonna ein. Lass ich es erstmal bei OGB. Da müsste ich ihn relativ schnell finden. Und da haben wir noch schon an zweiter Stelle Ogbonna. Ein Marktwert von 8 Millionen. Verdammt, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so viel wert ist. Ist ein super geiler Innenverteidiger. Vielleicht kriegen wir ihn ja ausgeliehen. Pogba ist vielleicht dem einen oder anderen auch noch bekannt aus dem letzten Jahr. Dieses komische Supertalent im Ultimate-Team-Modus, der total verquackte und verbuggte Werte hatte.
Diesmal sind die Werte halbwegs richtig. Ist ja von Manchester United zu Juventus Turin gewechselt. Da werden wir ihn auch so schnell nicht wegbekommen. Möchte ich aber auch ehrlich gesagt gar nicht. Wollen wir doch hier mal eine Ausleihe erfragen an Torino. Ja, zwei weiter runter. Eine Anfrage, nicht jetzt genau. Kontaktieren zur Leihe. Und zwar ohne Gegentorbonus. Nein, aber die ganze Saison möchte ich ihn fest gerne in meinen Händen halten. Und die künftige Ablöse soll sich in etwa auf, ja, machen wir 15 Millionen belaufen. Vielleicht lockt die das ja und denken sich, hey, geil, wir kriegen fast das Doppelte für ihn. Aber ich denke mal, oh, da stand doch gerade irgendwas über mich. Egal, lassen wir das. Das sind jetzt noch 5 Stunden. Viel wird hier jetzt eh nicht mehr passieren, denke ich mal. Jetzt brechen die allerletzten 5 Stunden an und die Leihzukaufoption wurde nicht angenommen. Wir möchten Agboner momentan nicht ausleihen. Okay. Vielleicht kriegen wir ihn aber nächste Saison verpflichtet, denn der Typ ist überragend, glaubt es mir. Ich habe ihn im Ultimate-Team-Modus ausprobiert, der dreht völlig durch. Aber ich glaube, die angebotene Ablöse wird nicht angenommen. Oder vielleicht... Oh, es ist einfach schon wieder zu spät. Ich bin einfach schon wieder fix und fertig. 20 Millionen, ja, war klar, der Vorstand sagt nein. Ist in Ordnung, kann ich mir gut vorstellen. Und nein, 15 Millionen hatte ich doch eben gerade schon, ich Idiot. Oh, jetzt kriegt ihr dasselbe Angebot nochmal. Oh, manchmal würde ich mich auch gerne einfach nur gegen die Wand laufen. Das durchgängig, immer pom, pom, pom. Rutnefs, wo soll er hin? Chievo Verona. Eine Saisonleihe. Ah, warum nicht? Was spricht dagegen? Ich bin mir gerade echt unsicher. Wobei da eigentlich gar nichts gegen spricht, aber... Ja, komm. Nehme ich an. Hier. Ene, mene, mu. Na. Ja, komm. Ja, haben wir jetzt gemacht. Passt. Weg damit. Ich hoffe, das war kein Fehler. Und ja, wieder abgelehnt. Das weiß ich doch. Das muss ich doch gar nicht nochmal sehen, ich Idiot. Muss doch nicht sein. So, kommen wir zu anderen Angeboten. Schnell, nur noch ein Stündchen geht's hier. Ja, natürlich, FC Bayern verpflichtet Torres. Klar, nachdem ich Ribéry verkauft habe, war das auch dringend notwendig. Ja, letzte Frist für Transfers abgelaufen. Heute Gesamtausgaben 85 Millionen in der deutschen Bundesliga und die Ausleihechance für Lamm, die er sich aber leider nicht durchgesetzt hat. Und nun das erste internationale Testspiel, welches wir im nächsten Part unter die Lupe nehmen werden. Bis zum nächsten Mal.